Herzlich willkommen, toll, dass ihr den Weg gefunden habt hier zu uns in Ostor für die Vortragsreihe «Aufbruch in eine nachhaltige Welt». Wir sind ein bisschen verspätet, von dem her gehe ich jetzt gar nicht so sehr in die Geschichte. Wir haben jetzt innerhalb von einem Jahr doch eine recht erfolgreiche Veranstaltungsreihe da zum Thema Nachhaltigkeit, Ökologie, Klimawandel können aufziehen. Das war nur möglich gewesen, dank der AXA-Versicherungen, die unser Partner ist in dieser Vortragsreihe, und der Thomas Hügli, mein Ansprechpartner, wo wirklich eine tolle Zusammenarbeit ist zwischen einem internationalen Konzern und einem Newcomer wie eine Welt. Da natürlich auch die Location, Ostor, Knut Lüscher und Christoph, der da in der Technik, da ist er. Vielen Dank, dass wir das Gastrecht haben. Das ist an sich gesponsert vom Ostor. Und natürlich ist da jeder Betrieb, muss ja dann auch funktionieren, und von dem her sind wir da auch am Aufbauen von dieser Location für Seminar und so weiter, verschiedenste Veranstaltungen. Natürlich auch andere Allhelfer, die immer da aktuell sind, jetzt neue Partner seit dem letzten Vortrag vom Ernst von Weizsäcker, Tele Napf aus dem Luzernischen, wo das tut, filmen, die Vorträge, wo man nachher kann auf unserem YouTube-Kanal dann auch noch schauen oder natürlich auch Freunde zukommen lassen. Ja, der Zeitablauf ist, dass wir jetzt dann gerade einsteigen mit dem Vortrag von Thomas Stocker. Dann 40 bis 50 Minuten in etwa. Dann gibt es eine kleine Pause, wo wir da die Bühne noch ein bisschen umbauen, dass wir nachher 4 Personen Platz haben. Moderation plus 2 Gäste, die ich dann später noch vorstelle. Nachher hat es noch Platz nach der Podiumsdiskussion für Fragen aus dem Publikum und anschliessend noch ein Apéro, wo wir hoffentlich noch intensiv können austauschen miteinander. Ungefähr am 10 Uhr wäre dann etwa Schluss. Natürlich die, die früher auf den Zug oder sonst irgendwie noch miteinander gehen, dürfen auch gehen. Jetzt darf ich euch vorstellen, der Professor Dr. Thomas Stocker, Klima- und Umweltphysik in der Universität Bern. Es geht um globale Erwärmung. Ist es bereits schon zu spät für das Klimaziel von Paris? Thomas Stocker hat an der ETH Zürich doktoriert und leitet seit 1993 die Abteilung für Klima- und Umweltphysik an der Universität Bern. Von 2008 bis 2015 war er Co-Vorsitzender des UNO-Weltklimarat IPCC. Wo wissenschaftliche Grundlagen für das Pariser Klimaabkommen geschaffen hat. Seine Arbeit ist mit Ehrendoktorat von der Universität Versailles und der ETH Zürich gewürdigt worden. 2017 hat er den Schweizer Wissenschaftspreis Marcel Benoit bekommen. Viel Vergnügen zu dem Vortrag und zum heutigen Abend. Bitte sehr, Thomas Stocker. Vielen Dank, Dani. Guten Abend, meine Damen und Herren. Merci vielmals für die Einladung, dass ich hier in dieser illustren Reihe, die ihr hier zusammengestellt habt, in diesem ersten halben Jahr auch darf etwas sagen über Klimawandel. Ich habe hier eine provokative Frage gestellt, aber das ist effektiv eine Frage, die von zentraler Bedeutung ist. Werden wir es noch schaffen, die Ziele, die Klimaziele, die in Paris vereinbart worden sind, im Konsens von allen Ländern, von der ganzen Welt. Nur ganz wenige haben gefehlt. Syrien war nicht dort, Nicaragua war nicht einverstanden. Die sind dann nachher einverstanden, nachträglich. Und in der Zwischenzeit ist, wie Sie alle auch wissen, die USA hat angekündigt, sie wollen mit dem auch nicht mehr viel zu tun haben. Aber es gibt eine Austrittsprozedur, das heisst, es geht noch eine Weile, bis die USA
dann nicht mehr dabei sein wird. Vielleicht, das fällt gerade auf den Tag nach dem Amtsende von der ersten Amtsperiode vom Präsidenten. Es kann also durchaus sein, dass das noch ändert. Gut, diese Frage die muss man stellen. Und im Laufe des Referats werden Sie dann auch sehen, was die Antwort ist. Wir wollen einen Schritt zurück machen. Dezember, vor Weihnachtstag 1968, das ist jetzt gerade 60 Jahre her, 50 Jahre her, pardon, 50 Jahre, ein Jubiläum, das wir feiern können. Das ist die wichtigste Foto, die es gibt, wenn man über Umwelt und Klima redet. Die Foto, die zeigt, wie die Erde aufgeht, quasi hinter der Mondoberfläche. Und die Foto ist darum interessant, weil sie uns zeigt, im Weltraum auf einer relativ kurzen Distanz haben sie unseren Planet, wo man leben kann, und einen Ort, der nicht bewohnbar ist. Das ist im Prinzip gerade in der Nachbarschaft. Und das Bild hat Millionen von Menschen inspiriert. Das erste Bild auch, wo geschossen worden ist, wo die ganze Menschheit drauf ist, minus eine Person, nämlich der Fotograf. Ich werde heute drei Punkte kurz ansprechen in diesen 40 Minuten. Wir wollen uns einmal anschauen, was wissen wir eigentlich über den Planet und wie sich der verändert hat. Dann werden wir die Zukunft abschätzen mit dem Wissen, das aus der Naturwissenschaft kommt. Und schließlich machen wir uns Gedanken zum Handeln. Das Handeln ist angesagt. Das ist ein Element von jeder Betrachtung, wenn es um den Klimawandel geht, weil das Handeln ist mit dem Pariser Abkommen auch bereits festgelegt. Das erste war die wichtigste Foto, das ist die wichtigste Zeitreihe, die wichtigste wissenschaftliche Erkenntnis über die Veränderung der chemischen Zusammensetzung unserer Atmosphäre. Das geht zurück 1958. 1958 hat Charles Keeling auf dem Mauna Loa in Hawaii angefangen, in höchster Präzision CO2 zu messen. Damals war er noch ein Exot, aber ein paar wenige Wissenschaftler haben gewusst, das ist das wichtigste Treibhausgas neben Wasserdampf. Und wir wollen wissen, wie das Treibhausgas sich allenfalls verändert. Gibt es da natürliche Zyklen? Gibt es langfristige Veränderungen? Und da haben wir bereits nach ein paar Jahren Forschungsarbeit gesehen, jawohl, es gibt einen Zyklus. Einen Zyklus sehen Sie ganz deutlich, das ist der Jahreskreislauf von der CO2-Konzentration. Ein Effekt, der zustande kommt durch das Atmen von der Vegetation. Also die Vegetation im Frühling sich aufbaut, Kohlenstoff bindet, geht die CO2-Konzentration leicht zurück. Und im Herbst und im Winter wird das wieder zurückgehen im Lauf eines natürlichen Kreislauf an die Atmosphäre. Überlagert zu diesen jahreszeitlichen Schwankungen, die sehr regelmäßig sind, sehen Sie aber einen langfristigen Anstieg. Das hat man bereits nach 5-6 Jahren gesehen. Und damals war es dann so, dass Behörden, die diese Forschung in den USA gesponsert hat und ermöglicht hat, gesagt haben, ja gut, jetzt haben wir gesehen, sie können das messen, sie haben auch interessante Sachen herausgefunden und jetzt ist fertig, jetzt kommt das nächste Forschungsprojekt, wir hören mit dem auf. Glücklicherweise haben dann ein paar Forscher gesagt, halt, das ist ganz eine wichtige Zeitreihe. Wir wollen die weiterführen, haben dann aus irgendeinem eigenen Fundus Geld zusammentrommelt und haben ermöglicht, dass über etwa 4-5 Jahre die Zeitreihe keine Lücke hat. Und nachher ist dann die Behörde eingestiegen und seither durch die nationale Ozean- und Atmosphärebehörde der USA das unterstützen und die Messungen weiterführen. Wir haben jetzt 60 Jahre von diesen Messungen. In den 60 Jahren sehen wir, dass die Konzentration, die ursprünglich bei 315 Einheiten war, inzwischen weit über 400 Einheiten angestiegen ist. Fast kontinuierlich. Es hat auch noch ein bisschen Bückel drin da und Perioden, wo es ein bisschen weniger und ein bisschen schneller ansteigt.
Auch das versteht man, das hat zu tun mit der natürlichen Variabilität im Klimasystem. Wenn der Pazifische Ozean in den Tropen, in den äquatorialen Bereichen etwas wärmer ist, man nennt das das El Niño-Phänomen, dann gibt es da Ausschläge in dieser Kurve, aber die sind nicht gross. Also die zwei Sachen, Jahreskreislauf, der eigentlich Präzision bekannt gibt, und der langanhaltende Anstieg, die sind klar festgestellt. Jetzt war natürlich die Frage, so Mitte 70er, Anfang 80er Jahre, ja, das könnte ja eigentlich ein langfristiger Zyklus sein. Das heisst, vielleicht wenn wir zurückgehen zum Anfang des 20. Jahrhunderts oder vielleicht noch weiter zurück ins 19. oder ins 18. Jahrhundert, wo wir ja wissen, dass es Klimaveränderungen gegeben hat, können wir da vor der Haustür anschauen mit den Gletschern, die 1850 viel weiter vorne waren, als was wir heute sehen. Vielleicht war da die CO2-Konzentration höher oder gleich gross. Also es könnte sich um einen natürlichen Zyklus handeln. Das ist auch eine Forschungsfrage, die wir uns in Bern damit auseinandergesetzt haben. Wenn wir gehen, sonst kann ich das hier machen. Indem wir die Information aus einem natürlichen Speicher herausholen, nämlich aus dem Eis in Grönland und in der Antarktis. Dort haben wir alten Niederschlag als Form von Schnee, der dann zu Eis wird. Und in dem Eis hat es Klima- und Umweltinformation. Neben dem, dass wir zum Beispiel den Staubgehalt der Atmosphäre oder die chemischen Zusammensetzungen von der Atmosphäre könnt bestimmen in der Vergangenheit, können wir auch Treibhausgaskonzentrationen messen, weil es in dem Eis Luft hat, die eingeschlossen ist. Das sehen wir am nächsten Bild. Das ist jetzt ein dünner Schnitt durch eine Probe von einem Eiskern aus einer Tiefe von etwa 400 Meter aus der Antarktis. Und Sie sehen da ganz genau, da gibt es Luftbläschen drin. Und in diesen Luftbläschen hat es auch natürlich Treibhausgas, also CO2, Methan, Lachgas, Argon. All die Komponenten, die man auch da heute in der Atmosphäre hat, hat es da in diesen Luftbläschen. Und wenn es jetzt gelingt, die Konzentrationen zu bestimmen, und wenn es auch noch gelingt, zu sagen, wie alt ungefähr die Luft ist, also wann sind die Luftbläschen gebildet worden, dann können wir die ursprüngliche Frage beantworten, ob die CO2-Konzentration, die wir heute haben, etwas Besonderes ist, etwas Spezielles ist im Vergleich zu der Vergangenheit. Da sind viele Mann- und Frau-Jahre an Forschung eingeflossen in das Slide, das ich Ihnen kann zeigen kann. Eine absolut einmalige Kurve, eine der Pfeiler der Klimaforschung heute und der Klimadebatten auch, nämlich die Rekonstruktion der CO2-Konzentration in der Atmosphäre über die letzten 800'000 Jahre. 800'000 Jahre von heute ist da ganz links, und dann geht da die Zeit, der Zeitstrahl geht nach rechts, und wir sind heute da oben. Zunächst sehen wir einmal, die CO2-Konzentration hat durchaus geschwankt, bevor der Mensch irgendwo eine Rolle gespielt hat auf unserer Erde. Also Sie sehen da die Schwankungen, die sind allerdings immer etwa im gleichen Bereich hinein gewesen, zwischen etwa 180 Einheiten und 300 Einheiten. Die haben 300 Einheiten nie überschritten. Und es ist so, mit der Datierung von dem Eis können wir festhalten, dass während der Eiszeiten, also zum Beispiel 20'000 Jahre von heute oder 150'000 Jahre von heute oder irgendeine Eiszeit vorher, die CO2-Konzentration gering sind, also am unteren Ende. Und während der Warmzeiten, also zum Beispiel in den letzten 10'000 Jahren, vor 110'000 Jahren und so weiter, da sind die CO2-Konzentrationen höher gewesen. Aber sie sind noch nie so hoch gewesen, heute, 2018, absolute ein Ausreißer sozusagen, die letzten 250 Jahre durch die Verbrennung von fossilen Brennstoffen weltweit, Verbrennung von Kohle, Erdöl, Erdgas, dann aber auch die Abholzung, die Landnutzung, die haben dazu geführt, dass wir hier einen rapiden Anstieg haben, der heute 35% höher ist als die höchste gemessene Konzentration in den letzten 800'000 Jahren.
Auch der Anstieg ist extrem rasant. Der ist etwa 100 Mal schneller als irgendein Anstieg, wo man hier die Geschwindigkeit abschätzen durch genaue Messungen. Also sowohl Konzentration selber wie auch ihre zeitliche Veränderung ist absolut außergewöhnlich. Jetzt schauen wir einen zweiten Datensatz an. Der ist jetzt ein bisschen kürzer. Der fängt 1880 an. Da geht es um die Oberflächentemperatur in der Nordhalbkugel und in der Südhalbkugel. Das ist eine Zeitreihe, die auf Millionen von Messungen beruht, die man auf der ganzen Welt gemacht hat. Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts hat man systematisch Wetterbeobachtung gemacht, also quantitative Wetterbeobachtung. Man hat die Temperatur gemessen, man hat den Druck gemessen. Die Messungen sind vorhanden, sind auch von vielen unabhängigen Forschenden ganz genau angeschaut worden. Man hat die verschiedenen Stationen miteinander verglichen. Man hat die Zeitreihe sogenannt homogenisiert, also auf Qualität geprüft und auch korrigiert, dort, wo zum Beispiel einmal eine Station verschoben worden ist. Und kann jetzt über die letzten 138 Jahre kann man die Temperaturentwicklung nachvollziehen. Und auch da wieder, es gibt natürliche Schwankungen, die sind wir sehr deutlich in dieser Zeitreihe. Mal gibt es ein wärmeres Jahr, mal gibt es dann wieder eine Phase, wo eine Abkühlung in der Nordhemisphäre, da zum Beispiel die rote Kurve, dann wieder eine rapide Wärmephase und so weiter. Aber wenn Sie jetzt ein bisschen unscharf schauen, sehen Sie auch da einen langanhaltenden Trend von der Temperatur, der in beiden Erdhalbkugeln messbar ist. In den Nordhalbkugeln ein bisschen mehr als in den Südhalbkugeln. Auch das verstehen wir. Wir haben mehr Land in den Nordhalbkugeln. Das hat eine geringere Wärmekapazität als die Südhalbkugeln, die im Wesentlichen aus Ozeanoberfläche besteht, die sehr viel Wärme aufnehmen kann. Und darum ist in der Südhalbkugel, das ist die blaue Kurve, die Erwärmung ein bisschen reduziert. Aber sie ist eindeutig und klar in den letzten 60 Jahren erkennbar. Wenn Sie die Debatte in den Medien ein bisschen verfolgt haben über den Klimawandel, dann haben Sie vielleicht schon mal von einer Klimapause oder Wärmepause gehört. Das ist vor allem dann stark diskutiert worden, wo wir unseren Klimabericht haben müssen schreiben und dann von den Ländern verabschieden. Also so im Zeitraum von 2011 bis 2013, dort haben wir also wirklich auch zum Teil gelitten unter diesen Anschuldigungen, dass wir ja da eigentlich ein Thema bearbeitet, wo ja gar keine Erwärmung mehr stattfindet. Sehen Sie da eine Klimapause? Ich sehe man fast nicht. Man muss also ganz genau schauen. Wenn Sie nur von 1998 bis 2013 die Temperatur in den Nordhemisphäre anschauen und in der Südhemisphäre kann man es auch anschauen, dann könnten Sie versucht sein, dort einen Trend, der etwas geringer ist als der langfristige Trend, zu identifizieren. Das war das Fenster, wo Lobbygruppen, vor allem in den USA und in England, ganz gezielt bearbeitet haben, in den Medien platziert haben. Das waren immer süffige Geschichten, wo dann auch der Klimaforschung zum Teil vorgeworfen worden ist, dass wir da eine Entwicklung der Temperaturen zeigen, die der Realität nicht entspricht. Nun, was der Realität entspricht, ist, dass wir das Klima nicht an 15 Jahren aufhängen können. Wir brauchen längere Zeit. Aber eine Realität auch ist, dass die Wärmepause fertig ist. Es wird wieder einmal eine geben, das wissen wir auch, von den natürlichen Variationen 2014. Sobald all die Länder den Klimabericht verabschiedet haben, haben wir wieder ein Rekordjahr gehabt. Nochmal eins, für wer es nicht glaubt, nochmal eins. Und dann 2017, weil dann das El Niño-Phänomen im äquatorialen Pazifik wieder abgeschwächt war. Das ist eine natürliche Schwankung, die kommt und geht. Alle 5 bis 7 Jahre haben wir wieder eine bisschen niedrigere Temperatur. Aber das wäre jetzt nicht der Anlass, dass man sagt, ja, jetzt das Global Warming ist vorbei, von jetzt an geht es abwärts. Sie sehen, das ist ganz ein natürliches Verhalten. Es geht einmal rauf, einmal runter. Aber wir haben einen langanhaltenden Trend. Und es ist natürlich klar, wenn es wärmer wird, dann reagiert das System auch. Es gibt gewisse Beobachtungen, wo müssen vorhanden sein, wenn das tatsächlich überall wärmer wird. Und eine davon, eine ganz wichtige, ist,
Das Eis schmelzt auf dem Planeten. Und zwar in allen Bereichen. Das Eis kommt ja in verschiedenen Arten vor, als Gletscher auf dem Land oder als grosse Eisschilder in der Nord- und in der Südhemisphäre. Und da sehen Sie die Kurve, die wir im letzten Klimabericht auch zeigen. In dieser Kurve sehen Sie den Massenverlust in Milliarden Tonnen von diesen einzelnen Eiskörpern und auf der rechten Seite ihren Beitrag zum Anstieg vom Meeresspiegel. Das Wasser schmilzt ja, ergüsst sich ins Meer und das führt zu einem Anstieg vom Meeresspiegel. Und Sie sehen, kumuliert seit 1991 ist der wichtigste Beitrag ist vom Abschmelzen der Gletscher. Nicht nur in der Schweiz, aber vor allem im Himalaya, in den Anden, weltweit. Und bereits messbare Beiträge sowohl von Grönland als auch von der Antarktis. Und wenn Sie jetzt die letzten Jahre hier in dieser Kurve anschauen, der stärkste Anstieg, den haben wir im Moment von Grönland. Also Grönland trägt bereits heute einen Millimeter jedes Jahr an Meeresspiegelanstieg bei. Ein Millimeter pro Jahr vom Meeresspiegelanstieg, wo heutzutage etwa 3,4 mm pro Jahr beträgt. Ein Millimeter davon kommt allein von Grönland. Nun, die Sachen, die ich Ihnen jetzt da ganz verkürzt gezeigt habe, die sind in diesem Klimabericht, im 5. Zustandsbericht, der aus 3 Hauptberichten besteht und 2 Spezialberichten, alle in den Jahren 2011 bis 2014 publiziert, in Vorbereitung zum Pariser Abkommen. Das ist hier auf 7500 Seiten zusammengefasst. Von über 1000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die während 4 Jahren einen Beurteilungsprozess durchgemacht haben, über das, was in der wissenschaftlichen Literatur an Erkenntnis vorhanden ist. Und selbstverständlich liest niemand 7500 Seiten. Man hat dann für jeden Bericht hat man noch eine Zusammenfassung geschrieben. Den Bericht, den ich vorgesessen habe, der blaue da, haben wir eine 27-seitige Zusammenfassung geschrieben. Und diese 27-seitige Zusammenfassung hat müssen von den Ländern beurteilt, begutachtet und dann verabschiedet werden. Dort hat also jedes Land können sagen, nein, wir sind nicht einverstanden mit dem, was sie da schreiben. Wir hätten gerne eine andere Formulierung. Und in dem 4-tägigen Verhandlungsprozess haben wir Wissenschaftler im Wesentlichen müssen einen Bericht vorlegen, der dann eben zum Konsens hat gebracht werden konnte. In diesem Bericht steht zum Beispiel, die Erwärmung des Klimasystems ist eindeutig. Haben alle Länder gesagt, jawohl, die wissenschaftliche Evidenz ist tatsächlich so, dass wir dem Satz zustimmen können. Oder sie haben gesagt, wir haben gesagt, der Einfluss vom Mensch auf das Klimasystem ist klar, in diesen kurzen Worten auf Englisch. Und das hat lange Diskussionen gegeben, aber am Schluss war die wissenschaftliche Evidenz einfach auf dem Tisch gewesen, dank diesen 7500 Seiten, dass die Länder gesagt haben, jawohl, das ist eigentlich eine zutreffende Zusammenfassung von diesen komplexen Resultaten. Da stehen nicht wenig Leute dahinter, sondern wie gesagt, etwa 1000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler plus ihre Kolleginnen und Kollegen, die dann auch noch beigezogen worden sind, informell. Sie sehen da die 3 Arbeitsgruppen jeweils an ihren Autoren-Meeting. Das war ein hochmotiviertes Team mit ganz vielen Debatten, die wir hatten. Das war nicht immer alles klar. Es war allen klar, wir wollen den Bericht schreiben und das muss der beste Bericht geben, die wir bisher abgeliefert haben. Und diese Motivation haben wir über den 4-Jahres-Prozess beibehalten. Denken Sie daran, niemand von diesen Personen ist entschädigt worden. Die Reisespesen selbstverständlich sind gezahlt worden, aber sonst ist kein Salär oder irgendetwas gezahlt worden. Das ist also ein freiwilliger Beitrag, ein Beitrag von der Wissenschaft zu dem globalen Thema. Das ist eine Figur, die in diesem Bericht drin ist, sogar in der Zusammenfassung, die zeigt, wie die Temperatur sich auf dem Planet geändert hat in den letzten 118 Jahren, also von 1901 bis 2012.
Den ganzen Planeten können wir nicht abdecken, weil gerade in der Südhemisphäre haben wir grosse Lücken. Dort haben wir einfach nicht 100 Jahre Hochqualitätsmessungen vorhanden. Darum haben wir dort weisse Lücken. Auch im Kontinentalbereich gibt es weisse Lücken. Aber im Wesentlichen können wir sagen, der Planet hat sich erwärmt. Das ist ein eindeutiges Signal. Es ist stärker über den Kontinent als über dem Ozean. Auch das ist physikalisch verständlich. Und überall, wo Sie ein Kreuzchen sehen, ist es sogar noch statistisch signifikant. Darum und wegen vielen anderen Beobachtungen, die auch in dem Bericht drin sind, haben wir diese Aussage machen können. Die zweite Aussage habe ich Ihnen auch schon gesagt, die ist ebenfalls in dieser Zusammenfassung von politischen Entscheidungsträgern. Nun haben wir also mit den Instrumenten der Wissenschaft Gegenwart beobachtet, gemessen, dokumentiert, interpretiert und auch noch kommuniziert. Jetzt brauchen wir die gleichen Instrumente, um die Zukunft abzuschätzen. Und das wollen wir im nächsten machen. Auch da zeige ich Ihnen ein paar Grafiken, die wir in dem Klimabericht gemacht haben. Die Zukunft kann man nicht mit einer Kristallkugel abschätzen. Das macht auch der Felix Blumer nicht. Er, wenn ich, wir brauchen Klimamodell. Wir brauchen Modelle, die basierend auf den Grundprinzipien der Physik, also der Haltung der Masse, der Haltung des Impuls, der Haltung der Energie, plus die Information, wie sich die Atmosphäre verändert bezüglich der Zusammensetzung der Treibhausgas, mit dem Instrumentarium können wir in die Zukunft schauen. Die Modelle müssen natürlich auch verifiziert werden. Können die überhaupt zum Beispiel auch die letzten 50 Jahre simulieren? Das sehen Sie hier in dem grauen Bereich. Die Modelle sind im Wesentlichen Mitte vom 18. Jahrhundert gestartet worden. Und dann hat man vorgerechnet mit Supercomputern, und zwar 25 verschiedene Institutionen auf der ganzen Welt, die im Wesentlichen Konkurrenten untereinander sind. Die wollen alle die beste Klimaforschung machen, das beste Klimamodell haben. Aber für diese Aufgabe der UNO, in dem Weltklimarat zu wissen, abzuschätzen und die Zukunft abzuschätzen, da sind alle zusammengestanden und haben gemeinsam eben die Daten zur Verfügung gestellt. Und Sie sehen, die Simulation kann durchaus die noch relativ geringe Erwärmung von etwa 1 Grad Celsius in den letzten 100 Jahren im globalen Mittel nachvollziehen. Und jetzt lassen wir die Modelle in Zukunft laufen unter zwei Szenarien, nämlich ein Business-as-usual-Szenario, wo man sagt, am Energiemix tut sich gar nichts ändern. Wir setzen weiterhin auf fossile Brennstoffe. Sehen Sie, geht das da auf mit der Temperatur im 21. Jahrhundert? Oder wir machen das Klimaschutzszenario, wo wir umsteigen auf erneuerbare Energien. Und dann sehen wir, dass die Temperatur sich stabilisiert auf 1 Grad wärmer als am Ende vom 20. Jahrhundert. 1 Grad mehr also, plus das Grad, das wir bereits haben, gibt 2 Grad. Das wäre also ein Pfad, der kompatibel ist mit der Pariser Vereinbarung. Das sind die zwei Möglichkeiten. Wir haben im Bericht noch viel mehr Möglichkeiten auch noch gerechnet, aber das sind die zwei, wesentlichen zwei, die ich Ihnen hier zeige. Nun, niemand lebt in einer global gemittelten Temperatur. Man kann diese Modelle auch brauchen, um regionale Unterschiede abzuschätzen. Das ist wesentlich für die politischen Entscheidungsträger und für Gesellschaften, weil wir sind betroffen durch den regionalen Klimawandel. Und da sehen Sie beispielsweise das Muster, das wir bereits heute beobachten können, nämlich, dass sie den Kontinent noch stärker wird erwärmen in den nächsten 80 Jahren. In diesen Kontinenten. Auf dem Ozean haben wir ein bisschen geringere Erwärmung. Das ist für das Business-as-usual-Szenario, wo also gegen Ende vom 21. Jahrhundert eine Erwärmung gegenüber vorindustriell von über 5 Grad darstellt. Die grösste Erwärmung sieht man in der Arktis oben. Da gibt es kommt der polare Verstärkungseffekt zum Tragen. Da schätzen die Modelle ab, dass es etwa 9 Grad wärmer wird. Im Jahresmittel können Sie sich vorstellen, wenn Sie schon näher am Schmelzpunkt sind, von Eis, 9 Grad drüber, da sind Sie in einem völlig anderen Klima. Das heisst, wir werden dort die Eisbedeckung, die jahreszeitliche Eisbedeckung, werden wir im Sommer vollständig verschwinden haben. Das arktische Meer wird eisfrei sein in so einem Szenario. Ab etwa 2040, 2050, im Sommer. Im Winter kommt es dann schon wieder zurück, aber im Sommer ist es weg.
Nun, wir haben dann in der Zusammenfassung auch die Aussage gemacht, die Erwärmung kann drastische, weitreichende und umkehrbare Auswirkungen auf Mensch und Ökosystem verursachen. Rein jetzt anhand von dieser Grafik würden wir uns nicht getrauen, so einen Satz zu formulieren und auch noch der Regierung vorzulegen und zu sagen, sind ihr einverstanden, wenn ihr den seht in dem Summary for Policy Maker. Das heisst, neben der Temperatur hat es noch andere Sachen, die sich im Klimasystem ändern, unter anderem Niederschlagsverteilung, also wo das Wasser, wann und wie viel runterkommt. Da sehen Sie hier eine Abschätzung aus diesem Modell. Wo es braun ist, heisst es weniger Niederschlag im Business-as-usual-Szenario. Wo es blau und grün ist, mehr Niederschlag. Das hat jetzt ein sehr ausgeprägtes regionales Muster. Und wenn Sie zum Beispiel im Mittelmeerraum schauen, sehen Sie, dass die Länder, die bereits heute unter Trockenheit und Dürre leiden im Sommer, die werden noch weniger Niederschlag bekommen. Das heisst, es gibt Situationen, wo man dann auch an die Grenzen von den Ressourcen kommt. Da kommen wir dann später noch darauf zurück. Also da ganz eine regional ausprägte Veränderung, in einzelnen Gebieten mehr Niederschlag, auch in der Höhenbreite, wo wir es vielleicht nicht unbedingt gern haben, weil das uns auch vor Problem stellt, Hochwasser, Überflutung und so weiter. Und in anderen Gebieten, wo man dann wirklich in eine Ressourcenproblematik hineinkommt. Weitreichend und umkehrbar, das ist ein Bild, das das illustrieren soll. Das ist nämlich der weitere Anstieg vom Meeresspiegel im 21. Jahrhundert unter diesen beiden Szenarien. Sie sehen auf der linken Seite der Grafik Beobachtungen mit auch ihren Unsicherheiten und dann Modellsimulationen im 21. Jahrhundert wieder für die beiden Szenarien Rot und Blau. Wir haben uns im 21. Jahrhundert schon an 19 cm Meeresspiegelanstieg angepasst. Das ist eine Anpassungsleistung, die wir erfolgreich gemeistert haben in den meisten Ländern. Jetzt vergleichen Sie das mit der Leistung, die noch bevorsteht für ein Business-as-usual-Szenario. Nochmal 70 cm. Und schauen Sie die Steigung an von diesen beiden Kurven. Die Steigung heisst, dass der Meeresspiegel Anstieg wird fortsetzen ins 22. Jahrhundert. Das heisst, wenn Sie die Aufgabe gemeistert haben, dann ist es noch nicht vorbei. Das heisst, okay, jetzt sind wir im 22. Jahrhundert und es geht auch noch weiter. Also die Anpassung an Anstieg vom Meeresspiegel, die Anpassungsleistung ist sehr gross. Die Anforderungen sind sehr gross. Das heisst auch, das wird sehr viel kosten. Und für einzelne Regionen sind so Anpassungsleistungen gar nicht mehr möglich. Also das ist eine der Kernfragen. Wie können wir uns dann anpassen an den Klimawandel? Wenn wir jetzt schauen, was wir gesehen haben, wir haben Erwärmung. Das verändert die Ressourcen der Gesundheit, die Lebensqualität, wenn Sie eine Erwärmung haben. Das kann angenehm sein, wenn wir jetzt so Sommertemperaturen haben, aber wenn Sie ein bisschen im fortgeschrittenen Alter sind und es kommt eine Hitzewelle, dann werden Sie das nächste Warenhaus aufsuchen. Weil die hohen Temperaturen sind nicht gut für den Körper. Wir werden das dann nachher noch ein bisschen genauer anschauen. Niederschlagsveränderungen heisst, dass die Ressource Wasser durch den Klimawandel betroffen ist. Und wenn ich den Meeresspiegel anschaue, dann ist die Ressource Land betroffen. Und zwar nur in einer Richtung. Wenn der Meeresspiegel ansteigt, ist es immer ein Landverlust. Wenn Sie also jetzt die drei Ressourcen anschauen, dann können wir durchaus sagen, der Klimawandel ist eigentlich ein Ressourcenproblem. Wenn wir also wegkommen von der ewigen Diskussion, Klima verändert, aber ich sehe es doch gar nicht, und es ist doch das Wetter, und was ist eigentlich der Unterschied, und ist doch wärmer, ist doch schöner. Wenn wir mal wegkommen, den Schritt von dem und die Diskussion auf die Ebene von der Ressourcenproblematik bringen, ich glaube, dann haben wir einen Schritt in die richtige Richtung da, nämlich wenn Ressourcen sich verändern, ist das auch immer ein Risiko für Konflikte. Man fängt an zu streiten um den Zugang zu Ressourcen. Und beim Klimawandel ist es ganz klar, Ressourcen Gesundheit hängt zusammen mit der Temperatur, Ressourcen Wasser hängt zusammen mit dem Wasserkreislauf, Niederschlagsveränderungen, Ressourcen Land hängen zusammen mit dem Meeresspiegel. Jetzt schauen wir das für eine Ressourcen an, nämlich für die Ressourcen Gesundheit. Und da gibt es ein Mass, das ist eine Zusammensetzung von der Temperatur und der Feuchtigkeit.
Wenn Sie mal in der Tropen sind, dann wissen Sie, es wird richtig dann unangenehm, wenn wir eine hohe Temperatur haben und eine hohe Feuchtigkeit. Warum wird das unangenehm? Sie können dann nämlich nicht mehr schwitzen. Sie können also Ihre Körpertemperatur nicht mehr so einfach regulieren, wie wir das hier können. Wir können schwitzen und dann geht die latente Energie fort und wir können unsere Körpertemperatur in einem sehr engen Fenster, wo unsere Physiologie funktioniert, behalten. Da gibt es also das Maß, nämlich die feuchte Temperatur. Und man kann die Klimamodelle auch dazu benutzen, die Veränderung von dieser feuchten Temperatur zu modellieren und zu simulieren. Und da sehen Sie eine so eine Simulation, die vor ein paar Jahren vorgestellt worden ist, die darauf hingewiesen hat, dass die feuchte Temperatur gefährliche Grenzen nachkommt. Und zwar im Bereich vom Persischen Golf, der arabischen Halbinsel, haben wir für ein Business-as-usual-Szenario in den letzten 30 Jahren vom 21. Jahrhundert solche Temperaturen, die kritische Grössen überschreiten, nämlich wenn die feuchte Temperatur über 32 Grad Celsius ist, dann ist längere Arbeit in der Umgebung von außen nicht mehr möglich. Sie können vielleicht 6 Stunden noch draußen sein und dann müssen Sie wieder irgendwo in einen klimatisierten Raum oder müssen ruben, Siesta machen. Also das ist ein Teil der Klimaanpassung. Bei 35 Grad wird es dann echt gefährlich. Mehr als 6 Stunden können Sie dann gar nicht mehr draußen sein, ohne einen Kreislaufkollaps zu riskieren. Und jetzt, 35 Grad ist die violette Farbe. Die ist hier auch in der Farbskala angegeben. Also im Persischen Golf, in diesen Küstenstaaten, da, Iran und wie die alle heissen da, im Persischen Golf, werden die Temperaturen angenommen. Also dort können Sie ohne technische Hilfsmittel für das Business-as-usual-Szenario eigentlich nicht mehr frei rumlaufen, wenn die extrem eintreten. Eine neuere Studie hat das noch etwas genauer angeschaut und hat sich überlegt, mit Hilfe dieser Klimasituationen, was ist eigentlich die Anzahl von Tagen, wo man mit einem Hitzetod rechnen müssen. Also, da gibt es von der Medizin, der Physiologen gibt es da Grenzen. Wir wissen ganz genau, wie das Risiko skaliert mit dieser Temperatur. Und wenn Sie die historischen Situationen anschauen, dann haben wir ganz wenige Bereich, wo allerdings zum Teil sehr viele Menschen leben, also zum Beispiel in Indien. In Indien haben wir eine Situation heute, wo wir irgendwo zwischen 60 und 80 so Tage haben im Jahr, wo sie ein Risiko haben für einen Hitzetod. Die Hitzetod findet natürlich auch statt, hier in Nordaustralien, Indonesien, Thailand etc. und im Zentrum von Südamerika. Jetzt gehen wir bei einem Business as usual anschauen, wie das aussehen würde für die Klimaveränderung, die ungebremst quasi ist. In den letzten 10 Jahren vom 21. Jahrhundert sieht die Weltkarte ein bisschen anders aus. Vor allem in den äquatorialen Bereich, tropischen, subtropischen Bereich, sehen Sie rote, dunkelrote Farben. Also im Wesentlichen während dem ganzen Jahr haben Sie das Risiko von einem Hitzetod, das ist wirklich völlig anders, als was wir uns gewöhnt sind über die letzten 100, 200 Jahre. So würde das aussehen innerhalb von wenigen Jahrzehnten. Das ist die Ressourcengesundheit, die auf dem Spiel steht, wenn wir Business as usual machen. Wenn es uns gelingt, das Klima auf 2 Grad Celsius zu limitieren, Klimaerwärmung, so wie das Pariser Abkommen vorsieht, dann sieht das so aus. Es gibt eine Veränderung, aber vergleichen Sie das mit dem. Ich würde jetzt mal sagen, da kann man sich noch anpassen. Da ist es schwierig für einzelne Länder und Regionen, sich anzupassen. Da ist es noch möglich. Also das 2 Grad Ziel hat durchaus seine Berechtigung. Seine grosse Berechtigung, ich kann Ihnen nur ein Beispiel zeigen, es gibt noch viele andere Beispiele, die zum Beispiel zeigen, dass man die Eisbedeckung im Sommer kann größtenteils noch erhalten, wenn das 2-Grad-Ziel nicht überschritten ist. Überhalb von 2 Grad wird es dann schwierig.
Kommen wir zum letzten Punkt, Handeln. Wie gesagt, das Pariser Abkommen steht seit dem 12. Dezember 2015. Das ist ein historisches Dokument, das nach langen, langen Verhandlungen, nach 25 Jahren Verhandlungen, endlich zustande gekommen ist. Die globale Erwärmung sagt, das Abkommen soll deutlich unter 2 Grad Celsius gegenüber vorindustriell gehalten werden. Es gibt dort noch ein zweites Ziel, das die Inselstaaten unbedingt haben wollen in dieser Vereinbarung, nämlich, dass man noch ehrgeiziger ist und das Ziel auf 1,5 Grad abschraubt. Wissenschaftlich natürlich sehr sinnvoll, wenn man all die Auswirkungen anschaut. Ich kann es jetzt Ihnen nicht zeigen, für Gesundheit beispielsweise oder für den Meeresspiegelanstieg. Es ist einfach besser, wenn es noch weiter unten ist. Die Frage stellt sich dort dann noch akuter, können wir es überhaupt noch erreichen. Was auch aus der Wissenschaft herauskommt, ist die Aussage, nämlich, dass die globalen CO2-Emissionen schnell auf Null sinken müssen. Und zwar ab 2050 etwa. Wenn wir das nicht schaffen, also in den nächsten paar Jahren, wenn wir das nicht schaffen, dort die Kurve zu kriegen und dann auf einem absteigenden Pfad sein bezüglich diesen Emissionen, dann ist das Ziel sehr, sehr stark gefährdet und man geht dann auf einen Pfad, auf eine Entwicklung, wo wir eben den grösseren Klimawandel vor uns haben. Was kann man machen, was muss man machen? Und eigentlich muss eine industrielle Revolution kommen, nämlich die nächste von den 3, die wir bereits erlebt haben. Eine industrielle Revolution nach der Mechanisierung, nach der Elektrifizierung und nach der Digitalisierung, wo wir immer noch drin sind, aber im Wesentlichen gibt es die Digitalisierung schon lange, muss jetzt eine 4. industrielle Revolution kommen. Das ist die sogenannte Dekarbonisierung, also wegkommen vom Kohlenstoff als primäre Energiequelle für unseren industriellen Prozess. Die Welt könnte dann eben etwa so aussehen, dass die Kohlekraftwerke auch bei der Mobilität der Verbrennungsmotor abgelöst wird durch Energieträger, die durch erneuerbare Energien, also insbesondere Sonne, Wind, Hydro, zur Verfügung gestellt werden. Das ist eine industrielle Revolution, weil es ist eine grosse Aufgabe, es betrifft die ganze Welt. Wir müssen eigentlich eine Totalsanierung in Angriff nehmen, von dem, was wir uns eingerichtet haben und gewöhnt sind in den letzten 100 Jahren. Das ist eine Totalsanierung. Und fragen Sie mal einen Handwerker, was er sagt, wenn er hört das Wort Totalsanierung. Sagt, das gibt einen Auftrag, ich komme gerade, ich mache es Ihnen gerade. Und genau diese Haltung müsste es eigentlich geben in der Gesellschaft, wo man sagt, das ist die neue Gelegenheit des 21. Jahrhunderts. Das ist wahrscheinlich die einzige grosse Weltaufgabe, die wir haben. Neben dem Hunger ausmerzen und der Armut ausmerzen, ist das Klimaproblem in den Griff überzukommen. Weil das hat auch eine Auswirkung auf die anderen Probleme, die wir schon seit mehreren hundert Jahren mit uns schleppen. Nun, wenn wir von einer Industrialisierung oder industriellen Revolution reden, dann ist das eigentlich auch ein Ausdruck, der Hoffnung erzeugt. Warum? Ja, wir können einfach einmal zurückschauen, was die letzten 3 industriellen Revolutionen gebracht haben. Die haben nämlich alle intelligentere Produkte uns zur Verfügung gestellt. Da sind Erfindungen gemacht worden, die uns enorm helfen, die uns frei machen für neue Aufgaben. Denken Sie bei der Mechanisierung, ein neues Verständnis von der Arbeit, bei der Elektrifizierung, ein neues Verständnis von Energie in der Digitalisierung, ein neues Verständnis von Information und in der Dekarbonisierung wäre es eben ein neues Verständnis von Ressourcen. Die industriellen Revolutionen haben auch neue Arbeitsplätze geschaffen, haben insgesamt eine bessere Lebensqualität geschaffen, wenn man die Fehler, die sich jeweils am Anfang dieser industriellen Revolutionen auch eingeschlichen haben, ausgemerzt hat. Und letztendlich haben sie neue Werte geschaffen. Das ist eigentlich eine Information, die man lernen aus diesen 3 industriellen Revolutionen, wo Motivation genug sollte sein, die 4. anzupacken und die Chancen auch zu sehen von der Entwicklung und der Erneuerung von unserer Infrastruktur. Nochmal
in Erinnerung möchte ich rufen, die Veränderungen, die mit dem Klimawandel kommen, verursacht durch die Emission von Treibhausgas, allen voran das CO2. Das Methan spielt auch eine Rolle. Da können wir da in der Diskussion noch darauf sprechen. Aber der Hauptverantwortliche der globalen Erwärmung ist das CO2, das durch Verbrennung von Kohle, Erdöl und Erdgas zustande kommt und vom Abholzen vom tropischen Regenwald. Führt zu einer Erwärmung, das bedroht die Ressourcen Gesundheit. Habe ich Ihnen gezeigt. Niederschlag bedroht die Ressourcen Wasser, haben wir auch kurz angeschaut. Und Meeresspiegel, da muss man niemanden überzeugen. Die Ressourcen Land wird sich verkleinern durch das. Und wenn wir Klimaschutz betreiben, also wenn wir versuchen, eben das Pariser Abkommen zu implementieren, und das wird eine schwierige Aufgabe sein, da müssen wir uns keine Illusionen machen. Das ist eine schwierige Aufgabe, die die Gesamtgesellschaft betrifft und wo alle müssen mithelfen und mitziehen. Wenn wir Klimaschutz machen, dann machen wir letztendlich auch Ressourcenschutz. Und da bin ich schon am Ende. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf die Diskussion. Ja, vielen Dank, Thomas Stocker. Super interessant natürlich. Wir machen jetzt eine kleine Pause, vielleicht Toilette, aber 5, maximal 10 Minuten. Wir umbauen und dann geht es dann schon weiter mit der Diskussion. Bis grad. Also, dann machen wir jetzt weiter. Ich darf noch 2 Gäste auf dem Podium willkommen heißen. Ich fange mit der Rosmarie Widler-Welti an. Wir haben in unserer Vortragsreihe, die doch recht erfolgreich ist, einfach immer noch eine Herausforderung, nämlich Quoten. Frauen fehlen als Referentinnen und aber auch als Podiumsgäste. In dem Sinn, vielen Dank, Rosmarie Widler, dass du zu uns gekommen bist von Basel. Sie ist Co-Präsidentin der Klimaseniorinnen Schweiz, kommt eben aus Basel und ist Grossmutter von 6 Enkelkindern. Klimaseniorinnen sind seit bald 2 Jahren ein Verein mit bereits über 1'000 Mitgliedern und über 800 Unterstützerinnen. Ich habe in Erfahrung gebracht, dass also nur Klimaseniorinnen und keine Senioren dort dabei sind. Die Senioren müssen das irgendwie dann auch noch machen. Und Unterstützer. Sie haben den Bund verklagt, weil er sich zu wenig einsetzt gegen Klimaerwärmung und somit seine Grundrechte verankert, die Schutzpflicht gegenüber von der gesamten Bevölkerung verletzt. Zurzeit liegt Beschwerde gegen das UVEC im Bundesverwaltungsgericht. Dann der Felix Blumer, den wir kennen als Meteorologe, Schweizer Fernsehen, Schweizer Radio. Er hat ein Studium von den Naturwissenschaften an der ETH Zürich gemacht, einen Studienabschluss und Doktorat in den Naturwissenschaften. Und hat eine eigene Sendung seit ein paar Jahren, Radio SRF 1, die Wetterwoche. Meteorologe bei SRF Meteo. Inhaber und Geschäftsführer Blumer Communications und Consulting. Da weiss ich noch nicht genau, was das ist. Vielleicht erfahren wir da noch etwas. Früher Informationschef von der Nationalen Alarmzentrale, Umweltredaktor beim Blick, Redaktor, Meteorologe bei der Firma Meteo Media, Projektleitung der Niederschlag im Alpenraum vom Geografischen Institut der ETH Zürich. Und was auch noch war, in China hast du verschiedene Studien gemacht und im Alpenraum, genau. Herzlich willkommen hier im Podium. Wir haben aus meiner Sicht einen sehr eindrücklichen Vortrag. Ich darf mich, glaube ich, einfach nicht bewegen. Einen eindrücklichen Vortrag gehört von Thomas Stocker, wo mir eigentlich weh klar ist. Ich konnte das einfach so können, zu mir nehmen und es hat mir eingeleuchtet. Und ich frage mich, warum ist das so schwierig,
dass man das in eine breite Bevölkerung, in eine Demokratie hineinbringt, wo dann eigentlich kann entscheiden kann, sobald das die Mehrheit da ist, kann entscheiden, jawohl, das machen wir. Insbesondere in der Schweiz hätten wir ja die Möglichkeiten und sogar auch noch die finanziellen Ressourcen. Was fehlt? Ja, das frage ich mich auch ab und zu, was fehlt. Also sicher nicht die wissenschaftliche Information, da haben wir, denke ich, in den letzten 20 Jahren wirklich sehr viel geschafft. Wir haben die Information auf verschiedenen Ebenen zur Verfügung gestellt, eben angefangen mit dem Weltklimarat auf der UN-Ebene, wo alle Länder jetzt den gleichen Informationsstand haben. Man hat ja auch die Information dann auf der nationalen Ebene, man hat sie auf der Gemeindeebene und so weiter. Das ist alles da. Aber was natürlich fehlt, ist der politische Wille. Ich kann das nur beurteilen hier in der Schweiz. Wenn immer mehr vor einer Abstimmung stehen, die klimarelevant ist, dann kommt das eigentlich gar nicht zum Tragen, dass man da eine Entscheidung dann fällt über etwas, wo uns noch in den nächsten 50 oder 100 Jahren wird beschäftigen, sondern es werden immer nur kurzfristige Überlegungen gemacht. Was kostet denn das? Was hat das für Auswirkungen auf Arbeitsplätze? Und so, glaube ich, sind in den letzten 20 Jahren gerade auch in der Schweiz wichtige Entscheidungen rausgezögert worden, bis dann letztendlich, also ich bin sehr froh, dass man zum Beispiel jetzt die Energiestrategie hat können, einmal mindestens durchbringen, bis wir haben dort sehr viel Zeit eigentlich auch verloren, weil es einzelnen Gruppen auch gelungen ist, die Bevölkerung dementsprechend zu informieren, wie abgestimmt werden soll. Und ich denke, das ist eine von den grossen Nachteile, die wir in den letzten paar Jahren, dass dort die Klimaproblematik nicht auch als Standardüberlegung bei langfristigen Abstimmungen einen entsprechenden Platz bekommt und dass man sich als Stimmbürgerin und Stimmbürger dementsprechend auch informieren kann. Gut, jetzt haben wir Klimaseniorinnen, die sich da genau in die Richtung engagieren. Wie seht ihr das? Also offenbar haben wir in einem gewissen Kreis schon bereits einen ansehnlichen Erfolg. Wie könnte man das weitertragen? Wie könnte man das vernetzen, damit das effektiv einfach in alle Schichten der Gesellschaft einfließt und wo dann schlussendlich zu einer Bereitschaft oder zu einem Willen zu einer Veränderung, weil die ist ja an sich nötig und ich habe das Gefühl, ein Haufen Menschen wissen das schon oder spüren das, dass etwas passieren muss, aber häufig hängt es dann, ja, was kann ich schon machen? Was kann man machen? Guten Abend. Ich würde noch gerne antworten zu dem, was du gefragt hast, warum als die Leute nicht reagieren. Und ich denke, es fehlt den meisten Menschen in unserer Breitengrad an Betroffenheit. Also die meisten finden es ja toll, wie es schon erzählt worden ist. Wenn es warm wird, jetzt heute, genießen wir natürlich die Sommertage. Und da fängt es an, Ressourcengesundheit. Da sind wir alte Frauen, die immer älter werden. Und so um die 70, 74, 75 herum ist erwiesen, dass speziell eben ältere Frauen, du hast schon gefragt, warum nicht Männer, wir sind die meist gefährdete Menschengruppe. Und zwar im Sommer 03, wo der heißeste Sommer war bis jetzt, sind international, vor allem in Europa, Studien gemacht worden, medizinische, wo gezählt worden ist, quasi, dass zigtausende von älteren Frauen gestorben sind. Und dass das ganz eindeutig mit den Hitzewellen zu tun hat, wo dort zum ersten Mal so richtig akut eingetroffen sind. Und zwar geht es darum, dass man scheint medizinisch sagt, dass wir ältere Frauen weniger gut können schwitzen in der Hitze. Das ist auch erklärt worden, wie das Schwitzen dringend nötig ist. Und dass wir das so ab Mitte 70 einfach nicht mehr so gut, unser Körper reagiert auf die Hitze. Und auch Atemprobleme oder Herzstillstand, Herzklopfen etc. Also dass einfach viele Symptome
extrem eintreten. Und natürlich findet das auch statt bei ganz vielen älteren Männern. Das ist uns schon klar. Und bei kranken Menschen und bei Kindern, Kleinkindern. Aber wegen dieser Studie aus dem 03, wo wir dank Greenpeace, wo uns so mit dem wissenschaftlichen Know-how und zum Teil auch finanziell grosszügig unterstützt, haben wir können die Klage einreichen. Wir haben uns beziehen auf die Klage, also auf die Studie, die nachweist, dass eben wir einen besonderen Schutz brauchten, wir älteren Frauen, weil wir am meisten gefährdet sind. Und darum haben wir quasi am meisten Chancen, Klage zu gewinnen, weil wir eben das Publikum sind, das am schwächsten ist. Und darum eben nicht Männer, oder? Haben wir jetzt uns Frauen zusammen da und uns berufen auf die Studie aus dem 03. Also das finde ich ja auch toll und insofern können sich ja Männer auch mal überlegen, was sie könnten unternehmen, zum eben etwas in Bewegung setzen, und ich finde das toll. Ich möchte zu dir kommen, Felix, also auch als Medienschaffende, an was fehlt es? Ja, grundsätzlich eigentlich, wenn wir die Eingangsfrage nehmen, am Lobbying, wir haben kein Lobby. Und das Zweite, was uns ganz massiv fehlt, und da muss ich halt schon ein bisschen hart sein, ist ja die Ausbildung. Wenn wir heute schauen, die Ausbildung, es fängt an bei den Primarschülern, es geht weiter bei den Mittelschülern. Wir lernen unendlich viele Sprachen. Wir haben Mathematik. Wir haben heute jede Menge Sachen im Bereich Rechtswissenschaften, bereits in der Mittelschule, Wirtschaftschemie und so weiter. Wenn ich bei den Naturwissenschaften schaue, wie gut dass die vertreten sind, wie viel das nachher von den Abgängern an der ETH zum Beispiel Naturwissenschaften studieren. Ein ganz kleinen Anteil der Schweizer, das sind heute vor allem eigentlich Ausländer, die kommen, die nachher wieder gehen. Und eine Lobby, wo wir eine grössere Lobby haben, die sich nachher aber auch noch in der Politik wieder durchsetzt. Also nicht nur in einem engsten Wissenschaftlerkreis, wo du dich bewegst, Thomas, sondern nachher rausgeht und die Message dann wirklich rausbringt. Und ich bin relativ häufig auch unter Politikern, und dann muss ich sagen, ich tue mich aber schaurig schwer mit ungefähr ähnlichen Aussagen, wie es du vorher auch formuliert hast, dass die überhaupt begreifen, um was es geht. Das ist das Problem. Also, das sind mal Zahlen. Und nachher aber die Zahlen zu erkennen und die für den Alltag, letztendlich wenn wir auch bei uns diskutieren, was sind Konsequenzen, ich meine, wir haben im letzten Sommer Bondo gesehen, aber das ist nur ein Beispiel von vielen, dann wird es unglaublich schwierig, das Komplexe zu sehen. Und es geht dann letztendlich noch weiter über die Schweizer Wetterstation. Ich meine, wenn wir wirklich über Klimawert diskutieren, dann können wir nicht aus Kostengründen alle 10 Jahre sämtliche Stationen verschieben und haben kaum eigentlich durchgehend wirklich eine Klimareihe, die wirklich hieb- und stichfest ist. Also ich kann das nicht verstehen, ich habe ja selbst persönlich nicht studiert. Also ich habe kein Studium gemacht, ich habe eine Lehre gemacht als Viehmechaniker, aber so schwierig dünkt mich jetzt das nicht. Also wenn wir jetzt da in diesen die Karten 800'000 Jahre plus minus so und jetzt schlagartig seit 100 Jahren steigt das um ein Drittel bis die Hälfte des CO2. Das, ja. Was gibt's, wieso verstehen wir das nicht? Aber weißt, wir können nicht sagen, wir brauchen, ich sage jetzt mal eine Zahl, 100 Millionen und dann ist es gut, weil es ist ein unendlich komplex, Massnahmenkatalog. Jetzt wenn wir politisch diskutieren, wenn wir Armut beheben und, da kannst du viel konkreter etwas sagen, aber bei uns, so komplex, da lässt sich der Politiker gar nicht drauf ein. Und wenn du noch kleine Lobby hast, dann sind nachher Sozialmassnahmen, Bildungsmassnahmen im Gesamten und, an einem vielen höheren Stellenwert. Und unser Problem, weil es in der Regel eigentlich gerade von heute auf morgen wird, ist politisch gesehen innerhalb von einer Legislatur ein Luxusproblem, oder? Genau, darf ich da noch einsetzen? Ja, ich denke, bei den Politikern ist das ein Problem. Die wollen ja nur auf die nächsten 4 Jahre schauen, wie steht es, wie können sie sich beliebt machen, dass sie wieder gewählt werden. Und das Klimaproblem ist erstens überhaupt nicht attraktiv. Also das macht ja nur Angst. Und das ist sehr negativ belastet, immer wenn sie etwas stürmen und wenn uns Angst machen und Zukunft in der Luft, wir wissen nicht, wie es rauskommt. Also da, denke ich,
haben sie keine Lust, sich einzulassen auf so Negativbotschaften, wo man beliebig könnte, gerade auch in der Schweiz, aneinanderfügen. Aber sie sehen, wie gesagt, ihre nächsten 4 Jahre und sind froh, wenn sie dann wieder gewählt sind. Darum haben sie irgendwie kein Interesse, sind nicht motiviert und vielleicht halt auch nicht integer genug, muss ich sagen, als Vorwurf, um eben Langzeit zu schauen und eben die Hitzewellen, die ja immer strenger kommen, und zu schauen, oder auch eben, die haben es erwähnt, die schweizweiten Bondo, das nächste Bondo kommt bestimmt, Gletscherschmelze, also die Schweiz ist doppelt, genau, die Schweiz ist doppelt so schlimm, alle Länder so in einem grossen Alpenraum sind 2x mehr betroffen als andere Länder. Wir müssten es doch eigentlich spüren und motiviert sein zum Handeln. Ja. Vielleicht möchte ich den Faden auch noch aufnehmen. Ich denke, Klimaproblematik muss wegkommen von dem Links-Rechts-Muster, wo in den letzten 20 Jahren halt einfach auch von den Parteien bewirtschaftet worden ist. Wer auf den Klimawandel aufmerksam gemacht hat, der ist eher im linken Lager zugeordnet worden. Das ist dann vielleicht noch Greenpeace und ja, vielleicht noch WWF und so. Das hat man können, mit wenigen Argumenten hat man das können in die linke Ecke verweisen. Und hat können sagen, ja, wenn ihr Septem macht, dann sind Arbeitsplätze gefördert. Und darum, wir in der rechten Ecke, wir sind für die Arbeitsplätze und darum wollen wir von dem nichts wissen. Und das Links-Rechts-Denken, das ist einfach für eine Problematik wie den Klimawandel, wo alle betrifft und wo ein ganz langfristiges Problem ist, also auch ein Intergenerationenproblem, wo die nächste Generation wird betreffen. Darum bin ich eigentlich froh, dass da die Klimasenioren da etwas machen, weil das ist ja auch eine Botschaft von euch, oder? Dass ihr für die Enkel und die Enkelinnen etwas macht. Dass man dort wegkommt von dem Links-Rechts-Muster. Und das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass eigentlich nur die Wählerinnen und die Wähler das einfordern von allen Parteien. Ob jetzt das die SVP ist oder ob das eine linke Partei ist, dass man das einfordert von den Parteien. Tönt euch mit dem Thema befassen. Die Ausgestaltung, wie man an das Thema angeht, das kann dann schon noch links, rechts unterschiedlich sein. Aber dass das Thema zuoberst oben auf der Agenda ist, eigentlich müsste das jede Partei haben. Es tut heute auch keine einzige Partei sagen, wir müssen die AHV abschaffen. Mal, es gibt jetzt eine, glaube ich. Aber die hat keine Chance. Also es gibt gewisse Grundwerte, die quer durch das politische Spektrum akzeptiert sind. Und den Klimawandel müssen wir dort hinbringen. Thomas, ich bin voll mit dir. Aber jetzt schau mal den Saal an. Winterthur hat momentan etwa 108'000 Einwohner. Ja, das sind alles Multiplikatoren, ja, da. Logisch, aber du bist einer der renommiertesten Klimawissenschaftler. Wir locken gerade etwa 60 Leute an. Du musst mehr Werbung machen. Ja, das stimmt. Also, braucht mehr Finanzen. Aber jetzt sind wir doch am Punkt. Die Betroffenheit ist doch offensichtlich wahnsinnig gering, oder? Ja. Wenn man nicht mehr Leute anbringt. Das ist es so. Wenn man sonst irgendetwas hatte, dann ist ein schnelles Forum viel grösser. Und dort ist das Ganze. Wir haben vorher noch rasch diskutiert, wo ist die Winterthur Tageszeitung? Oder? Ja, ja, wo ist die? Ja, ja. Und ich meine, nur dann merkt noch mehr, sagt jeder, Haus wird ein bisschen wärmer. Und das ist es dann schon gewesen. Aber letztendlich die Fakten, die ihr beiden auch mit aufzeichnet, dass die nachher wirklich wieder rüberkommen, am Moment. Und wenn ich das Gebirge fahre, ist aber, glaube ich, wirklich gefährlich, oder? Ja, ja. Und was natürlich auch feststellt, wir kommen nachher zu Fragen im Publikum. Was natürlich schon klar ist, die Leute, die jetzt da sind, die wissen den Job. Genau. Und die, die es eigentlich müssten wissen, die können nicht. Die erreichen wir nicht. Und das ist auch ein Grundproblem, wo wir natürlich auch uns dauernd Gedanken machen, wie können wir, da kann man noch so viel Werbung machen. Also es braucht wie Bewegung, nur Werbung machen, nützt nichts, weil dann nachher ist das einfach das Geld zum Fenster rausgerührt. Ich habe den Gedanken von den Ressourcen, finde ich, ganz etwas Spannendes. Oder? Ja. Weil irgendwo sind wir immer noch im Modus, man muss die Wirtschaft ankurbeln, man muss stetig Wachstum haben. Okay, also das kann man ja mal so stehen lassen, aber was für ein Wachstum? Ich will doch nicht Wachstum an Sachen, wo man einfach
nach kurzem fortrührt, genau. Sondern nachhaltiges Produkt und wo etwas bringt. Ja. Und vielleicht kann man ja dort etwas holen. Aber das Argument ist immer, ja, Arbeitsplätze, Achtung, oder? Man darf ja das nicht machen, weil sonst könnten ja Arbeitsplätze gefährdet sein. Nein, es gäbe die Arbeitsplätze, es gäbe die sehr viele Arbeitsplätze. Und wie könnte man jetzt da eben mit diesen Argumenten, wo im Prinzip diesen Leuten, die wir jetzt bis jetzt noch nicht erreichen, würden einleuchten, wie könnte man da vorgehen? Also ich denke, dort müssen wir auch unsere Zurückhaltung ein bisschen ablecken und halt diesen Personen und diesen Verbänden, die genau das Argument bringen, gegen den Klimaschutz halt auch mal sagen, nein, es ist nicht so, wie ihr sagt, sondern ihr seid eigentlich die Verhinderer von den neuen Arbeitsplätzen. Ihr schafft keine neuen Arbeitsplätze. Da gibt es ein Beispiel. In den USA, Texas, ist ja nicht bekannt als ein sehr progressiver oder ein linker oder demokratischer Staat. Texas hat den grössten Zuwachs von Arbeitsplätzen im Energiesektor. Und dort sind sie ja ziemlich stark engagiert, traditionell mit Erdöl. Der grösste Zuwachs von neuen Arbeitsplätzen im Energiesektor ist in den erneuerbaren Energien im Staat Texas. Das heisst, wer also im Staat Texas neue Arbeitsplätze schaffen will, tut die sicher nicht in einer reifen Erdölindustrie arbeiten, weil dort sind alle Arbeiten eigentlich schon verteilt, sondern der setzt auf erneuerbare Energien. Wer also das nicht macht, verhindert eigentlich die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen. Und das müssten wir einmal der Economie Suisse sagen. Da bin ich völlig mit dir einig, aber ich frage mich gerade, momentan mit unserer CVP-Umweltministerin, oder? Entschuldigung, die ist jetzt nicht am rechten Aussenspektrum. Und trotzdem habe ich aber das Gefühl, dass die Anreize generell eigentlich auch sehr gering sind, wirklich halt eben Arbeitsplätze auch zu schaffen, oder? Sowohl die Forschung richtig anzutreiben. Also, dass heute die Jungen sagen, hey, es ist cool, ich studiere Naturwissenschaften, weil ich ändere etwas im Jahr 2030, 2040, weil dann sind wir die grossen Sieger, weil wir bringen Technologien, die umweltverträglich sind. Aber habe ich noch nie gehört. Seb ist nicht in Ihrem Departement. Ja, du musst dann die Departementsverteilung ein bisschen anschauen im Bundesrat. Thomas, du hast noch die vierte Revolution, industrielle Revolution angesprochen. Und das war ja ein grosser Motor bei der dritten, bei der zweiten. Ja. Jetzt ist einfach, und das nehme ich jetzt von dem, was ich erfahren habe, vom Ernst von Weizsäcker, wir waren bisher in einer relativ leeren Welt und sind jetzt in einer vollen Welt. Die dritte industrielle Revolution war in einem Moment, wo es noch viele Ressourcen gab, viele Möglichkeiten, viel Ausdehnung, Expansion. Jetzt sind wir in einer anderen Situation. Jetzt hat es, es ist schon voll. Und wir müssen ganz anders an das herangehen. Auch Bequemlichkeit, oder? Ja. Politisch oder uns geht so gut. Wieso sollten wir jetzt etwas machen, wenn die faulen Leute in Afrika, die eh nicht arbeiten wollen, die sollen doch einfach einmal arbeiten, oder? Und gut, das hat etwas mit Bewusstsein zu tun. Aber jetzt einfach mal zurück bei uns. Wir müssten doch uns ändern und wir müssten das Potenzial sehen und in dieser vollen Welt eigentlich das machen, was zu machen ist. Du schaust mich an, Felix, bitte. Ja, also ich denke, wir haben ja vorher von der dritten Revolution geredet, von der Digitalisierung, die momentan wahrscheinlich noch alles andere überprägt. Aber die Frage ist ja letztendlich auch, haben wir die Chancen von dieser Digitalisierung für Dekarbonisierung überhaupt schon ergriffen? Also ich meine, wir pendeln heute wie die Pikten. Und die Frage ist das nötig? Mit dieser ganzen Digitalisierung. Also da können wir ja gewaltige Ressourcen sparen. Wenn ich sehe am Morgen am Bahnhof zu Winterthur, das ist noch der ökologischere Teil, völlig überfüllte Züge. Aber warum fahren alle gleichzeitig auf Zürich, wo sie einen grossen Teil von der Arbeit von daheim aus könnten erledigen? Und dann würden wir dort schon ganz massiv anfangen, Ressourcen zu sparen. Ich rede bewusst von Ressourcen, vom Individualverkehr. Da reden wir schon gar nicht, oder? Aber auch da habe ich eigentlich noch herzlich wenig gehört, dass man das wirklich pusht, fängt an bei uns.
der Thomas Buchli, der aus unserer Szene kommt, der beharrt darauf, dass wir am Morgen um 4 Uhr mit dem Auto in Leutschenbach fahren. Als ich das Knie kaputt hatte, habe ich 6 Wochen daheim bei uns aus der Wohnung Radiosendung gemacht. Das hat von diesen 500'000 Leuten, die es im Durchschnitt hören, nicht einen ein Mail geschrieben, es hätte nicht gut getönt. Also, dort würde sie eigentlich anfangen, oder? Genau. Und hast du Thomas Buchli nicht können überzeugen? Nein, ja. Er will mich sehen, mit dem Selbstversuch. Er braucht das. Er braucht es. Also ich habe auch lange gebraucht, bis ich ihn über den Klimawandel überzeugt habe. Also wir tun jetzt nicht über Abwesende lästern, sondern die Frage wäre jetzt eigentlich an dich. Ich meine, du hast ja die Studenten bei dir, nebst der ganzen Forschung. Spürst du bei den Studenten wenigstens den Spirit, dass jetzt solche kommen und sagen, hey, aber ich studiere das eigentlich nicht nur wegen der theoretischen Frage, sondern ich sehe, dass ich in 10, in 20 Jahren etwas bewege. Das spüre ich auf jeden Fall. Das habe ich schon immer gespürt in den letzten 25 Jahren in Bern. Aber, und da komme ich zurück auf deine Bemerkung, ich sehe einen ganz schmalen Sektor der Studierenden. Es sind nämlich die, die sich für die Naturwissenschaften und für die Natur interessieren. Ich habe keine Vorlesung bei den Juristen. Ich habe keine Vorlesung bei den Ökonomen. Und die sieben wären eigentlich, müssten angesprochen werden. Die sieben jungen Menschen müssten angesprochen werden, dass es neben den Metriken, die sie lernen, nämlich zum Beispiel immer das Wachstum, dass es dort eben auch noch andere Sachen gibt, die man wissen muss, wenn man langfristige Entscheidungen fällt. Und dort, denke ich, ist die naturwissenschaftliche Grundausbildung eine absolute Voraussetzung für jemanden, der am Schluss dann in der Wirtschaft Entscheidungen fällt oder in der Politik Entscheidungen fällt oder im Rechtssystem Entscheidungen fällt. Dort fehlt es mir an dem Bewusstsein. Und das könnte man durchaus im Bildungssystem viel stärker verankern. Darf ich da ganz noch rasch an dem Punkt? Weil dann wären aber eigentlich doch wir beide fast in der Pflicht, oder? Zum sagen, ich meine, ich komme ja nicht selber drauf, aber dass wir sagen, genau gleich wie du eins der Welt, wo wir beide studiert haben, haben wir viel Eisfach, das heisst, du musst mindestens eins viel Eisfach besuchen. Dass wir eigentlich den Rektoren mal sagen, es ist aber zwingend nötig jetzt, dass im ökologischen Bereich, dass du mindestens 2 Stunden das studiert hast, oder? Ja, aber dann müssten wir auch ein bisschen müssten wir noch ein bisschen mehr machen, das stimmt, das nehme ich gerne entgegen. Mal schauen, ob die Juristen Freude haben, wenn ich möchte habe. Auch bei den Jungen anfangen, und zwar zuerst noch mit den Enkelkindern. Sie haben ja vorher gesagt, eben, dass wir natürlich vor allem das für die Enkel machen wollen. Enkelkinder, Enkelinnen und Enkel. Wir wollen ja nicht hauptsächlich für uns, dass wir 100 Jahre alt werden, kämpfen, sondern wir haben einfach am meisten Möglichkeit wegen dieser Studie, die ich vorher erzählt habe, wegen dem medizinischen Befund von uns. Aber wenn wir etwas erreichen, dann ist ja ganz klar, dass wir möchten wirklich die Zukunft, unsere Zukunft von den Enkelkindern und Urenkel fördern, dass dort noch ein lebensgesunder, lebenswerter Raum ist auf der Welt und das Klima stabil bleibt. Und wenn ich denke jetzt, wenn ich mit meinen Kindern, Enkelkindern so darüber rede, über das Klima, über Themen, dass die dann immer wieder auch erzählen von der Schule. Also, dass sie dort ganz viel Kritisches auch mitbekommen. Und das finde ich ganz toll und hoffe auch immer mehr, dass vielleicht die Jungen offener sind. Also zum Beispiel auch in der Stadt, in Basel oder so, auch in anderen Städten hat es immer wie weniger Junge, die zum Beispiel ein Auto wollen. Also die wollen das teilen miteinander. Also die haben gar nicht so ein Gefühl wie wir damals, eben so das Prestige, was man muss besitzen. Besitz ist bei vielen Jungen nicht mehr so wichtig. Also ich denke, da kommen wir jetzt auch ein bisschen in Richtung Suffizienz. Das ist für mich auch noch eine Nebenschiene, wo ich denke, wo wir Einzelne auch können etwas tun. Also dass wir nicht alles abschieben auf Politik, wobei dort würde ich dann auch noch etwas anbringen, was wir noch im Petto haben. Etwas Politisches. Aber wir müssen alle wahrscheinlich selber versuchen, eben das Umdenken, das die neue Welt, das neue Leben, dass wir nicht mehr gleich viel brauchen. Es ist, wir können vielleicht das umlagern in andere Werte, dass wir eben mehr versuchen, in der Gemeinschaft zu machen, mehr im Teilen. Und zwar nicht wie die Share-Ökonomie, die gestern durch das Radio gekommen ist, wo es darum geht, wieder Geschäft zu machen mit dem Teilen, sondern ein echtes Teilen, dass man einander das einfach auslehnt
wenn man es nicht gerade braucht, sei es jetzt Auto oder auch irgendwelche Geräte oder vielleicht auch im Gärtnern, dass man miteinander etwas unternimmt und entdeckt, dass das Miteinander, das Wir, etwas ganz Hochs qualitativ bringen kann, etwas Neues. Vielen Dank. Ich möchte an dieser Stelle noch sagen, Gemeinwohlökonomie hat dort so einen kleinen Stand. Also vielleicht am Schluss dann dort hingehen, weil da geht es genau auch um die Werte. Genau. Bei der Industrialisierung war an sich der Grundgedanke da gewesen, dass es allen soll besser gehen soll. Und jetzt sind wir eigentlich in einer Situation, wo es den einen extrem besser geht, vor allem finanziell, und anderen extrem schlecht. Und das kann es eben auch nicht sein. Ja, wir sind zeitlich an einem Punkt. Ich würde jetzt liebend gerne noch mal eine Stunde. Und ja. Rosmarie, dir brennt noch etwas auf den, aber nachher würde ich gerne noch kurz ins Publikum gehen, mit dem Bewusstsein, dass wir wahrscheinlich noch durchaus eine Stunde, zwei interessant könnten weiter diskutieren. Also du hast ja vorher schon gesagt, unsere Klage, also Beschwerde, wo wir eigentlich eine Ablehnung erfahren haben vom UVEC. Da haben wir die neue Klage, wo wir hoffen, dass das Bundesverwaltungsgericht sich bezieht auf und quasi im Bundesrat zeigt, was er zu tun hat. Aber das liegt seit nächster Woche sind es genau 11 Monate auf dem Bundesverwaltungsgericht. Und wir sind ungeduldig. Und ich denke, das Thema, das brennt, da können wir doch nicht über Jahre warten, bis da irgendwie wieder ein Schritt vorwärts geht. Und das sind ja jetzt die juristischen Ebenen gewesen, wo wir mit der Klage angegangen haben. Und jetzt versuchen wir noch mit vielen anderen zusammen, die Volksrechte, die haben wir ja auch noch in unserer tollen Demokratie. Also viel beneiden uns um die Möglichkeiten. Wir sind dran, die Volksinitiative zu starten und die wird vermutlich Gletscherinitiative heissen. Gletscher. Wo wir, ja eben, genau. Und warum Gletscher? Natürlich können wir Gletscher ja nicht mehr retten. Das wissen wir, dass die vermutlich bis Ende Jahrhundert weg sind in der Schweiz. Und gerade aus diesem Grund heraus soll ja einerseits der Name auch symbolisch sein für die Arktis, Antarktis, die ja auch wahnsinnig leiden, aber auch Emotionen soll es auslösen. Denn wir, viele Schweizer, ich würde sagen, die Mehrheit der Schweizer Bevölkerung identifiziert sich doch auch mit dem Alpenraum, mit den Gletschern. Und wenn wir uns das bewusst sind, dass unsere Kinder, Enkelkinder das nie mehr werden live erleben, einen Gletscher, nur gerade von Geschichten und Bildern, dann ist das eigentlich etwas ganz Trauriges für unsere Schweiz. Und wir hoffen auch, Menschen für die Initiativen, auch für das Komitee können erreichen, zum Beispiel im Tourismus, zum Beispiel in der Landwirtschaft oder alles Leute, die vielleicht eben nicht mehr gleich anpflanzen können, die müssen jetzt etwas Neues. Es gibt ja alle mehr Bauern, die ihre Erträge dank der zu wenig Regen oder Dürre, dass sie müssen etwas Neues, eine neue Art, eine südliche Art Gemüse oder Früchte anpflanzen oder Skiliftstationen, weil es zu wenig Schnee hat oder auch Gletscherforscher natürlich. Dass wir einfach versuchen, eine breitere Bevölkerungsschicht zu motivieren mit der Gletscherinitiative. Und wir suchen natürlich dann ganz viele Gruppierungen, die dahinter stehen und die uns quasi versprechen, dass sie helfen, sammeln für die Initiative. Dass wir also hier versuchen, den Bund wirklich unter Druck zu setzen, weil anders geht es ja nicht. Eben, ich glaube, das ist einfach ein Beispiel von vielen Möglichkeiten. Ja. Und ich habe vorhin einfach so den Gedanken gehabt, wieso gehen jetzt nicht einmal, was weiß ich, ein paar tausend Seniorinnen auf den Bundesplatz und hauen einmal dort auf den Putz, oder? Also irgendwo, man kann ja das friedlich machen, das muss ja nicht irgendwo zerstörerisch sein, aber einfach klare Zeichen, oder? Die braucht es meiner Meinung nach wieder vermehrt, wenn man einfach irgendwo sagt, ja, puh, man kann sowieso nichts machen und dann warten wir ab, weil es findet einen Weg statt, ob wir etwas machen oder nicht. Und wir können eigentlich nur etwas Besseres machen. Also,
Ich wollte gerade ein bisschen auf die Gefahr hinweisen von der Gletscherinitiative, dass man es alle, wenn man das so nennt, dass man es allenfalls den Gegnern ein bisschen zu leicht macht. Weil, du hast es am Anfang gerade gesagt, oder? Wir haben relativ wenig in der Schweiz darauf Einfluss bis Ende Jahrhundert, dass die weg sind. Und dann werden genügend kommen und sagen, die schmelzen sowieso. Also vielleicht sollte sich noch überlegen, ob man so etwas noch ein bisschen griffiger kann formulieren, obwohl Gletscher natürlich ein sensationelles Bild sind. Also ich würde es gerade an den Gletscher dokumentieren, aber dem würde ich weniger auf dem Bundesplatz machen, als dass ich sie vor einem Matratschgletscher machen würde und sagen, dort bin ich vor 50 Jahren noch auf Eis gestanden und irgendwo das Bild aus der Kindheit oder so etwas. Weil Gletscher selber als Bild extrem emotionell sind. Aber eben, im Wording muss man schaurig aufpassen, dass es nicht von Anfang an von den anderen abgeschmettert wird und sagt, was wollen die mit eurer Initiative? Die sind sowieso weg Ende Jahrhundert. Weil dann hat man genau das Gegenteil erreicht. Oder das einfach vom Wording her als eine gewisse Gefahr. Gut. Also eben symbolisch soll es ja eigentlich auch sein, oder? Für alle Gletscher und für die beiden Pole. Also von dem her haben wir eine Hoffnung. Ja. Super. Also, dann will ich doch noch das Publikum mit einbeziehen. Der Hombi, bitte. Also, Fragen stellen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es Situationen gibt vom Fragen stellen oder es gibt Leute, die dann gerne selber einen Vortrag halten wollen. Die können sich melden, vielleicht werden sie dann auserwählt. Hombi? Ich habe sehr viel Sympathie für die Idee, dass man eine Verantwortungsfrage stellt, oder? Ich habe einfach mit gewissen Zweifeln, dass der Bundesrat verantwortlich ist für den Klimawandel. Oder? Angenommen, er müsste nachher nicht zahlen, wäre jetzt wieder mir Steuerzahler, wo müsste den Schaden zahlen. Müssen wir nicht klarer forschen, wer sind eigentlich die Verursacher von dem Ganzen? Ich habe von Ursachen ganz viel gehört von Thomas Stocker, aber über Verursacher relativ wenig und wie man die packen kann und sagen, jetzt sind aber mal alle mit dem Cash, um den Schaden wieder gut zu machen. Ist Energiesteuer zum Beispiel ein passables Vehikel oder gibt es vielleicht andere? Vielleicht zu dem noch zwei, drei Worte. Also die Verursacher sind klar, das sind wir. Historisch, also jeden Einzelnen, jede Einzelne. Historisch ist es die USA und Europa zusammen. Wo, das ist auch ein Teil des letzten Klimaberichts. Dort haben wir wirklich sehr stark müssen kämpfen, dass der Teil noch drin geblieben ist. Da hat es Länder gehabt, die hätten den gerne fortgenommen aus unserem Bericht. Aber die wichtigste Erkenntnis war, dass eigentlich die gesamte Emission seit der Industrialisierung bis heute bestimmend ist für die Erwärmung heute. Und das gilt auch in Zukunft. Also die Summe von allen Emissionen ist bestimmt der Klimawandel. Das heisst, die Verantwortung für das, was wir jetzt haben, ist vor allem grossmehrheitlich in den industrialisierten Ländern, also USA, Europa zusammen, über die Hälfte der historischen Emissionen. Die aktuellen Emissionen, die kommen vor allem von China und immer noch USA und Europa und die industrialisierten Länder. Aber in Zukunft werden eben auch die Schwellenländer ganz massive Beiträge zum Anstieg behalten. Darum ist eigentlich das einzige Instrument, wo global greift, ist eine Lenkungsabgabe oder eine Steuer, die man dann aber auch wieder vernünftig in den Wirtschaftskreislauf einspeist, damit mit dieser Steuer etwas Vernünftiges gemacht wird, ist eine globale Steuer für Emissionen, für die Verwendung von Kohlenstoff im industriellen Bereich, sei es zum Heizen, sei es zum Fahren, sei es zum etwas Produzieren. Also man spricht da zum Beispiel von einem Preis von 50 oder 100 oder 150 Dollar pro Tonne. Genau. CO2. Aber da sind wir weit weg davon. Das hat der Bundesrat Leuenberger vor über 10 Jahren auf der UNO-Ebene vorgeschlagen und ist ausgelacht worden. Das war aber eine andere Zeit als heute. Wir sind schon ein bisschen weiter. Wir haben heute das Pariser Abkommen und wir haben vor allem auch grosse Players in der Finanzwelt, die effektiv jetzt begriffen haben, dass der Klimawandel auch eine Bedrohung ist für Businessmodelle von grossen internationalen Firmen.
das haben wir nicht vor 20 Jahren, das Bewusstsein. Und dort habe ich ein bisschen Hoffnung, dass jetzt ein bisschen Schwung in diese Sache hineinkommt. Mhm. Aber letztendlich hängt es an jedem von uns, der eben durch seine politische Aktivität auch auf dem Stimmzettel die richtige Entscheidung herbeiführt. Jedes Mal, wenn Sie abstimmen gehen, müssen Sie eigentlich die Klimafrage stellen. Ist das vernünftig? Ist es nicht vernünftig? Gibt es einen Beitrag für Paris oder gibt es eben keinen? Und wir sind in der Schweiz wirklich keine Vorbilder. Die Ratifizierung des Pariser Abkommens hat 23 Nein-Stimmen generiert im Parlament. Es hat also Leute, die sagen im Parlament, gewählt von uns, da stimmen wir Nein. Das Paris ist ein internationales Abkommen, da wollen wir nichts damit zu tun haben, wir wollen selber etwas machen. Sie können sich vorstellen, aus welcher Ecke das kommt. Oder? Aber es hat immer noch derartige, die gewählt sind vom Volk und die Stimme vertreten. Und dann hat es derartige, die Zweifel streuen und sagen, ja, aber da gibt es doch noch Wissenschaftler, die finden, der Klimawandel sei nicht so schlimm. Solange die Wissenschaft nicht einig ist, machen wir sicher nichts. Auch die hat es noch zuhauf im Parlament. Also jetzt kommt dann der Litmus-Test. Noch in dem Jahr, wo es ums CO2, also um die nationalen Beiträge zur Reduktion, also die Implementierung des Pariser Abkommens, wo die Schweiz versprochen hat, 50% zu reduzieren bis 2030. Von diesen 50% soll zwei Drittel im Inland passieren und ein Drittel grob im Ausland. Ja, da gibt es Parteien, die sehr laut halt sie jetzt schon sagen, ja, aber also die 50% wollen wir gar nicht. Oder derartige, die sagen, wir wollen alles im Ausland machen, also den Franken einfach rausrühren und eigentlich nicht wissen, was mit dem passiert und den Franken nicht verwenden, für unseren Leuten im Land Arbeit zu geben und die Infrastruktur zu erneuern, die Totalsanierung anzufangen. Nochmal, wenn Sie einem Handwerker sagen, ich tue meine Liegenschaft nicht vergrössern, aber total sanieren, morgen haben Sie 50 Offerten in dem Briefkasten. 50 Offerten. Ja, aber Verantwortlichkeit, die Frage war natürlich schon noch spannend gewesen. Und wenn wir dann eben schauen, wo ist die gesamte politische Verantwortlichkeit? Ich meine, in der Schweiz, wir sind das Land von der Wasserkraft. Was ist passiert mit Lindlimmern? Tag 1, 500 Millionen abgeschrieben. Ich meine, was ist CO2 und umweltfreundlicher als Wasserkraft? Aber dann kommen wir sofort in die komplexe Diskussion hinten dran. Moment mal, rasch, dann müssen wir aber bilaterale künden, weil Energie ist im europäischen Mass entsprechend abgesichert. Wir sind in diesen Netz, fahren wir plötzlich einzeln, dann können wir das Spiel weitertreiben. Kernenergie, Moment, was hat die höhere Priorität? Lagerung von der atomaren Abfälle oder CO2-Problematik? Die Diskussion wird dann wirklich ganz spannend. Und wenn ich dann am Tag nach der Energieinitiative gehört habe, wo Frau Leuthard gesagt hat, vielleicht zur Überbrückung brauchen wir dann noch ein Gas-Kombi-Kraftwerk. Das hat dann aber ganz ungut getönt, oder? Also einfach zu sagen, ich verstehe dich vollkommen, ich bin der gleichen Meinung, aber am Schluss wird es politisch und auch mit unserer Vernetzung unglaublich schwierig, oder? Darf ich auch noch dazu, zu der Verantwortlichkeit? Natürlich heisst es immer, die Schweiz ist so ein kleines Land. Wir haben doch überhaupt nichts zu verantworten. Und wir sind ca. 1 Promille, heisst es, glaube ich, von den Emissionen weltweit, die wir ausstoßen. Aber wenn wir den Finanzplatz Schweiz anschauen, das ist der drittgrösste weltweit, und der hat 20 Mal, würde da quasi die Emissionen, also wenn man das zusammenrechnen würde, was dort investiert wird, gerade an fossilen Brennstoff oder ja, die Investitionen. Also in der Schweiz ist der grösste Rohstoff. Ja, aber auch der Finanzplatz, das weiss man, dass der eben 20 Mal die Promille quasi würde aufholen, oder? Wir sind also verantwortlich auch für das, was wir als Finanzplatz hier verwalten. Und das Mietzins ein Anstieg, das hat der Bund ausgerechnet selber, die Studie, wenn man jetzt die würde, als Schweizer Verantwortung anschauen, die Emissionen von diesen Finanzplatz-Einwirkungen, das Mietzins 6 Grad Erwärmung bis Ende Jahrhundert. Also, darum können wir nicht sagen, wir sind nur für 1 Promille verantwortlich. Was soll denn die Schweiz überhaupt unternehmen? Also wir haben so viele Möglichkeiten und so viel Verantwortung letztlich, wo wir könnten und müssten handeln.
wenn wir nur wollten. So ist es. Bitte, genau, nochmal eine Frage, Thomas. Mich würde es interessieren, ob es weltweit einen Erfolg mit der Unterlassungsklage gegeben hat, in Anbetracht von der Evidenz der wissenschaftlichen und von einem gewissen Rahmen, Gesetzessetting, vielleicht noch zu vage, gibt es weltweit irgendwo eine erfolgreiche Unterlassungsklage, sechs gegen die Regierung oder sechs gegen den Manager des Ölkonzerns? Weiss das jemand? Es hat eine Klage gegeben, die war aber leider auch nicht erfolgreich gewesen, von Bauern aus Peru, die wegen der abschmelzenden Gletscher in den Anden im Wesentlichen ihr fruchtbares Land verloren haben. Und die haben eine Klage im Menschenrechtsgerichtshof, wenn ich mich richtig erinnere, deponiert, die dann aber auch abgelehnt worden ist. Und zwar ist die Klage gegen eine Erdölfirma, die dort eben tätig war, gemacht worden. Aber oder RWE, ja. Wo investiert war in Peru. Die Klage läuft noch, ja. Gegen RWE. Ja. Und die holländische Firma, die holländische Gruppierung Urgenda, das sind eigentlich die, wo wir motiviert worden sind, darüber, sie haben schon angefangen, Klagen, zwei Jahre vor wir uns gegründet haben. Und die haben Erfolg gehabt, ich glaube, das letzte Jahr. Aber das Problem war, die einzelnen Parteien haben das angefochten, dass also die Regierung ist, glaube ich, jetzt noch dran zu kämpfen, wie sie das können durchsetzen können. Weil letztlich vom Gericht haben sie Recht bekommen. Aber wie gesagt, wenn natürlich das Parlament dann immer wieder stürmt, dann geht es einfach lang und verzögert sich. Und da müssen wir auch schauen, wie kann man das durchsetzen letztlich. Ja. Die Frage wäre natürlich auch noch ein bisschen auf dem internationalen Paket. Ich meine, du kennst ja den Fall Kanada, wo ausgestiegen ist aus dem Vorgängerprotokoll. Kyoto hat Ziel mit Nichten und Neffen erreicht. Hätte das müssen bis zum 1. Januar 2012, im November 2011, haben das Kyoto-Protokoll gekündigt. Jetzt ist man vorsichtig, sie hat schon gar keine Strafmaßnahmen mehr im Neuen, in Paris oder im COP21 mehr drin. Aber was machen nachher die Staaten? Und ich meine, wir haben jetzt gerade ein abschreckendes Beispiel gesehen mit China. Ich meine, wir haben jetzt gerade von CO2-Reduktion, wenn man den CO2-Ausstoß anschaut von China im letzten Jahr. Die Zahlen sind jetzt gerade vor kurzem rausgekommen. Plus, glaube ich, 2,3. Also auf jeden Fall mehr als 2% Zunahme CO2 ist die Nation, die mit Abstand am meisten CO2 ausstoßen tut. Dann nachher ist es natürlich schon ein bisschen schwierig daran zu glauben, erreichen wir die Null aufs Jahr 2050, oder? Darum denke ich, ist es nicht möglich, das zu erreichen, wenn nicht die Wirtschaft das als Chance sieht. Ja, genau. Bin ich mit dir wieder einverstanden. Nicht zu wachsen. Wir machen die Liegenschaft auch nicht grösser, wenn wir sie total sanieren, sondern wir machen sie neuer und fitter für die Zukunft. Genau. Aber da ist natürlich die Frage, die du richtig gesagt hast und die beim letzten Mal eben offensichtlich auch von Weizsäcker gesagt haben. Wir sind voll, beziehungsweise wir können nicht mehr irgendwo, sondern es werden immer mehr, wenn man sieht, wie viele Leute mehr dass wir ernähren müssen, entsprechend mit Energie versorgen und. Also, das ist eben das Problem. Also, die Wirtschaft steht natürlich schon weiterhin vor dem Problem, dass sie muss wachsen muss, um überhaupt dem ganzen Bevölkerungsdruck gerecht zu werden. Oder? Und das dürfte wahrscheinlich problematisch sein. Energie hat es genug und Nahrung kann man auch genug herstellen, das langt für mindestens 11 Milliarden, wenn man es gescheit macht. Und in den letzten 100 Jahren haben wir viele Sachen eben nicht optimal gemacht. Es ist gegangen, aber es ist nicht optimal gegangen. Und dort, denke ich, liegt sehr viel Innovationspotenzial noch brach. Also dort, wenn wir schauen, was Militärausgaben, Kriegsausgaben verursachen, dann könnte man das locker alles zahlen. Die Generalsanierung wäre kein Problem. Bitte. Einmal eine Frau. Ja. Ah, jetzt geht's. Es ist ein bisschen ein ungewöhnlicher Gedanke, aber ich habe einen Vortrag gesehen vom Professor Turtur von einem Physiker und der hat dort gezeigt, wie man freie Energie gewinnt. Also
der hat irgendwie ganz wenig reingelassen und hat viel mehr rausgenommen. Also es geht, man könnte die Energie anzapfen, aber ich denke, das ist die Ölfirmen und vielleicht noch Gas und Kohle und so, die wollen den Markt nicht freigeben. Es gäbe dort eine Quelle, wo wir ganz saubere Energie hätten. Die Quelle heisst Sonne. Letztendlich ist es Sonnenenergie, oder? Ja, ich weiss nicht von was. Es ist auf jeden Fall Raumenergie. Von dem habe ich auch schon gehört, aber ich habe es noch nie live erlebt. Ja. Und das ist so ein bisschen, ich glaube eigentlich erst daran, wenn ich es weiss oder wenn ich es erlebe. Dann müsstest du den Vortrag sehen. Ja, oder die Maschine zuhause haben. Die Frage ist natürlich dann letztendlich schon auch, was im Mikrobereich funktioniert, technologisch nachher für die Masse können umsetzen. Aber genau dort wäre natürlich, und jetzt sind wir schon total einig, oder? Genau das wäre ja eigentlich der Challenge bei uns auch von der Bildung und Forschung, oder? Das zu unterstützen, das zu promoten. Weil die Schweizer Firma, die das im grösseren Stil rausbringt, die gehen dann massiv. Also, wir werden zum Schluss nicht produktiv alles können umsetzen können. Das müssen wir wieder mit anderen zusammen machen. Aber nur schon mal, wenn wir den Know-how-Transfer machen, dann wird der Forschungsplatz Schweiz natürlich mega interessant, oder? Und der Arbeitsplatz. Ja. Gut, noch eine letzte Frage. Ja. Sorry. Ich hoffe, es deckt dann doch. Ja. Sie haben eigentlich nichts gesagt über Methan und die Wirkung. Meine Frage ist, man geht jetzt eigentlich bei den erneuerbaren Energien immer vom Problem aus, dass man sie ja nicht lange Zeit speichern kann. Sprich, man will mit dem Überschuss von der Energie Wasserstoff machen und irgendwie mit CO2-Katalysator auf Methan gehen und hat dann wieder die Verbrennung. Ist das auch ein Eigengoal auf die längere Frist raus oder wie verhält sich das? Die Schlüsselfrage dort ist, woher kommt der Kohlenstoff, wo man dann den Verbrennungsmotor damit betreibt. Wenn man den Kohlenstoff aus der Atmosphäre rausholt oder aus dem biologischen Abfall, wo auch kurzlebiger Kohlenstoff ist, dann haben wir kein Problem. Weil dann kommt er letztendlich, also wenn eine Pflanze wächst, nimmt sie das CO2 auf aus der Atmosphäre, baut das ein. Wenn wir die Reststoffe von diesen Pflanzen dann noch für etwas anderes brauchen, dann ist es kein Problem. Wenn wir es aber von einer fossilen Quelle brauchen, dann ist es genau das gleiche Problem, wie wenn wir Erdöl verbrennen. Also dort muss man einfach genau schauen. Aber die Sachen sind bekannt. Über das Methan habe ich, wie gesagt, nicht viel erzählt, aber das ist auch ein wichtiges Treibhausgas. Aber im Unterschied zum CO2 bleibt das Methan nicht so lange in der Atmosphäre und hat in dem Sinn nur eine kurzfristige Treibhauswirkung. Das heisst, wenn wir heute würden entscheiden, wir hören auf mit allen Methanquellen, indem wir zum Beispiel kein Reis mehr produzieren, keine Landwirtschaft mehr betreiben mit Viehzucht, also die Emissionen zurückgehen vom Methan, nur als Gedankenexperiment, dann würde die Methankonzentration, die heute 150% höher ist als vorindustriell, innerhalb von 10 Jahren auf die Hälfte abfallen, innerhalb von 20 Jahren auf ein Viertel. Und das geht sehr schnell. Das CO2 im Unterschied bleibt über Tausende von Jahren in der Atmosphäre. Das heisst, dort müssen wir wirklich handeln, weil jedes Kilogramm, das rausgeht, bleibt für lange, lange Zeit in der Atmosphäre. Darum fokussieren wir aufs CO2, aber selbstverständlich kann man auch beim Methan durch clevere Bebauungsweise und Bewässerung von der Reisproduktion, durch Reduktion vom Fleischkonsum, kann man sehr viel auch machen. Aber das betrifft das Methan. Gut, danke vielmals. Ich werde da Schluss machen für heute, beziehungsweise von dieser Podiumsdiskussion, aber ich möchte euch gleichzeitig einladen und ich hoffe, ihr seid auch noch mit im Publikum zu einem kleinen Apéro.
Darf ich noch schnell Werbung machen? Nein. Flyer. Nein, wir haben einfach Flyer aufzulegen. Es hat noch Flyer, genau. Klimaseniorinnen, ja. Für alle. Es können auch Jüngere und Männer können Unterstützerinnen und Unterstützer werden. Nicht ausschließlich Frauen können Mitglied werden. Aber genau, Unterstützer dürfen wir werden. Und nächste Woche sind wir an der MUBA, haben wir einen gratis Stand, also wenn Sie Interesse haben. Dankeschön. Ja. Super, also nochmal intensive Möglichkeit zum Diskutieren untereinander. Wir sind auch noch da, selbstverständlich bereit für individuelle Fragen. Und ja, vielen Dank und noch weiterhin viel Vergnügen. Vielleicht noch einen Ausblick in dieser dritten Staffel, die wir organisieren, am 16. Mai. Ist wiederum da der Vortrag von Martin Fosseler, wo es um Sonnenenergie vor allem auch geht, aber auch um Gedanken, wie könnten wir eben den Rang finden, wie könnten wir eine Zukunft machen, die für unsere Enkel und Enkelinnen eben auch noch lebenswert ist. Viel Vergnügen noch und danke, dass ihr da seid und bis zum nächsten Mal. Danke auch Felix Blumer, Thomas Stocker und Rosemarie Widler. Merci.